haben. Den Eimer behalten wir natürlich. Sonst müssen wir uns gleich wieder einen neuen craften. Und einer der Diamanten wird auf jeden Fall benutzt, um unsere Axt zu reparieren. So. Kohle rein, Diamant rein, das rein. Fertig. Ganzes Holz bräuchten wir, glaube ich, auch noch. Mal schauen. Nehmen wir einfach mal ein Stack Eichenholz mit. Und das ist auch noch etwas, was ich auf jeden Fall machen will, bevor wir Bucket ablegen, dass wir wirklich mal gezielt losgehen und so ein halbes Inventar von jeder Sorte Holz holen. So, hier fängt's an. Ach ja, stimmt, warte mal, bevor ich das wieder vergesse. Wir hatten doch da lang einen, das habe ich selbst auch im Let's Play gesehen, dass wir irgendwo einen Fehler hatten. Bei einem Haus hier. Ach, da hinten, jetzt sehe ich sogar. Da vorne war das Problemkind. Da wurde ich ja auch in den Kommentaren angewiesen, mal zu gucken, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Jetzt steigen wir mal auf konventionelle Art hier hoch. Da. Seht das? So. Auch behoben. Sonst vergesse ich das nur wieder und irgendwann stehen wir dann da. Ich wollte noch irgendwas beheben. Ja, das ist auf jeden Fall hoch geworden hier. Ja, vielleicht hätte man auch ein bisschen Holz nehmen können. Was mich jetzt stört, das ist hier diese Steilkante. Die könnte man doch vielleicht auch ein bisschen abmildern. So. 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 Uap. Da wollten wir anfangen hier. Und zwar, wie fängt man jetzt am besten an? Man fängt an, sich den Weg zu bauen. Und zwar machen wir dies mit Cobblestone an der Stelle. Oh, gefällt mir nicht. Na egal. Muss sein. So. Obwohl. Wir hätten ja den Platz eigentlich. So. Und so. Können wir da oben nämlich die Cleanstones wieder dran basteln. So. Da könnte der Fackel dran, dort auch. Dann ist das Wasser hier auf jeden Fall sauber. Und monsterfrei. So. Grundfläche haben wir. Obwohl, jetzt stört mich hier oben der Zaun schon fast. Da könnten wir eigentlich so richtig schön weiterbauen, auch dort. So. Müssen wir das wohl weghacken hier alles. Und Glas draufsetzen. Dann kann man das nämlich schön als Fläche benutzen. Wow. Besser wäre es, wenn wir von der Seite das Ganze machen. Nein, 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 du nicht. Du noch. So. Wird dann zwar ein bisschen sehr Cobblestone-lastig sein diesmal. Nee, 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 nee. Der müsste hier hin. Ah! Nein, so meinte ich das doch nicht. Lass mich hier drin schwimmen. Ah. Ja, es ist jetzt ein bisschen blöd. Haben wir Glas verschwendet, mein Gott. Eins, zwei, drei bleiben immerhin stehen. Und jetzt dasselbe auf der Seite. Und eigentlich könnten wir es auch schon fast auf die andere Seite auch machen.
Ja, es könnte sein, dass jetzt der ein oder andere Wasserlauf hier zum Beispiel gestört ist. Ja, das darf auch ruhig sein. Brauchen hier in der Mitte noch irgendwo ein Licht, Punkt. So, mal schauen. Habe ich recht? Oh, nee, geht sogar. Alles wieder normal. Schön. Hier hätten wir die Mitte, oder? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Quasi gleiches Bauschema. Nur dass wir jetzt ein bisschen Cobblestone unten mit dran haben, da wir die Wände halt mitnutzen. Der Rest bleibt gleich. Noch so viel ist das jetzt auch nicht, wie ich dachte. So. Oh. Ich dachte, damit würden wir weiterkommen. Aber ich soll auch nicht denken, ich soll nachdenken. Zack. Was wir hier jetzt übrigens im Unterschied zum anderen Gewächshaus machen werden, das ist, dass wir die mittlere Fläche erstmal freilassen. Dort kann man dann später die Büsche zum Beispiel reinsetzen. So, jetzt holen wir uns den Sand, den kompletten Sand, und verbauen ihn. Erstmal verschmelzen ihn. Ach, komm. Ach so, okay, verstehe. Ja, jetzt mit dem Gewächshaus drauf werden die Flächen dann nicht mehr ganz so kahl aussehen. Hier werden wir übrigens hier noch die Wand hinsetzen. Obwohl, ja, sehr viel Licht werden wir dort auch nicht haben. Theoretisch könnten wir uns die Wand sogar sparen. Ist halt jetzt doch ein bisschen blöd, dass das jetzt so steil nach oben geht dort. Aber wir haben uns halt am Berg orientiert. Das Ding finde ich immer noch genial hier reingepasst. Der Tunnel, wo sich größere Menschen immer den Kopf einstoßen. Unser Farmhaus, das irgendwie Durchgangsverkehr hat. Ach Mann, jetzt wollte ich ihn so richtig schön auf den Kopf springen. So. Na, naja, siehst du, jetzt, wenn wir den Sand jetzt schon hierher bringen, haben wir später keine Arbeit damit. Der brennt nicht? Keine Kohle drin. Doch vorhin so viel Kohle geholt. So. Hier ist Kohle drin. Hier ist Kohle drin. Hier auch. Hier auch. Da haben wir sogar noch ein bisschen. Ah. So. Sollte uns jetzt fast schon auf Lebzeiten mit Glas versorgen hier. Ich weiß, dass das nur kurz reichen wird und dann rennen wir schon wieder los, um Neues zu holen. Wir bauen einfach zu viel. Ich sag mal, das ist ja das Schöne an Minecraft, dass wir hier unsere Stadt bauen, dass ihr mir da dabei zuguckt. So. Ich meine, ich habe gedacht schon so nach, als ich das angefangen habe, so nach 100 Folgen machst du bestimmt dann Schluss. Das interessiert ja wahrscheinlich eh keinen.
Jetzt sind wir schon bei 1100. Das ist schon eine Hauszahl, eine Hausnummer. Haben wir schon einiges hinter uns gebracht. So. Da muss Ende sein. Das heißt, wir machen das so. Wie machen wir das hier? Ich habe da eigentlich schon einen Plan. Wir gehen nämlich unterirdisch vor. So, dann machen wir hier in der Mitte eine Treppe runter. Und dann geht's da hinten wieder hoch. Wie wenigstens ein Dreckblock dabei. Wie kommen die Tische hier rein? In der Mitte massiver Block. Passt. So. Ich die gleich gesetzt. Jetzt kann ich nämlich hier hochspringen. So. Jetzt haben wir die vier überall. Jetzt kommt die massive Reihe drauf. So. Habe ich jetzt immer zwei gemacht? Ja. Damit es ein bisschen höher wird wahrscheinlich. Aber wir haben es ja momentan noch. Wir haben genug in der Schmelze drin, um das hier zu Ende zu bauen. Von daher ist das doch alles null Problemo. So. Ja. Ach, was haben wir denn? Ich glaube, das geht doch mit Behutsamkeit, die Dinge abzubauen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt holen wir erstmal dorthin, das Glas aus dem Ofen. Machen auch gleichzeitig einmal das Inventar voll. Nehmen nochmal mit, was wir gebrauchen können. Ups, da lang. Die nehmen wir mit. Oh, euch nehme ich mit. Ansonsten machen wir das ganze Ding einfach mit Dreck voll. So. Ah, das Glas aus dem Ofen. Mein Gott. Ein Stack Dreck behalten wir jetzt.